Wir haben erstmal viel Crowd-Cheering. Yeah. Ich frage mich im Moment, wieso? Weil das Spiel losgeht. Sehr, sehr schön. Cloud9, OMG, so lautet die Begegnung. Kameras werden natürlich ebenfalls noch justiert werden. Man sieht Cloud9 schon mit einem Goldlied. Ja, sie haben auf jeden Fall sehr viel investiert, um am Anfang natürlich das ein oder andere Trinket, beziehungsweise nicht Trinket, sondern den ein oder anderen Keks mehr zur Verfügung zu haben. Und verzichtet auch auf der Seite von OMG, was den Supporter geht, mit auf Wards, also geht dann eher wirklich auf den Sustain mittels der Kekse. Going hier mit dem Trundle ebenfalls am Start. Bezogen auf die Start-Animals, wirklich keine großartige Variation, muss man sagen. Bell Thief natürlich der Standard auf Morgana. Ja, OMG positioniert sich hier am Red Buff, könnte eventuell einen Invade abfangen. Sieht mir aber ehrlich gesagt eher nach einem Late Invade wieder von beiden Seiten aus, so von der Positionierung. Muss nicht sein, aber es bleibt jetzt im Moment spannend. Oh, jetzt hat sich das um 1% noch geändert. Also, 75% denken, dass Cloud9 das Ganze gewinnt. Ist natürlich, also wie gesagt, wenn ich abstimmen dürfte, würde ich natürlich 50-50 tippen, weil sie wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Ich denke aber, dass Cloud9 so ein kleines bisschen den Hype genießt, den sie auch in der LCS produziert haben, weil natürlich die asiatischen Ligen nicht so sehr bekannt sind, muss man sagen. Außer natürlich SKT1, die, ja, die wirklich sehr, sehr gut ganz einfach durchgehend in den Turnier vertreten sind. Xiang tanzt ein kleines bisschen in der Mitte. Ist natürlich vollkommen noch nicht. Ich denke, Link wird da, könnte da eine kleine Glitterlands verpassen. Ja, durchaus. Wir haben natürlich in Korea haben wir einigermaßen die englischen Übertragungen, die stattfinden. Allerdings China ist auch sehr, sehr schwierig zu verfolgen. Und wir haben jetzt so ein bisschen Invade. Ist kein Invade, sondern einfach nur mal ein Ward positioniert. Ist aber auf jeden Fall ein Lane-Switch jetzt erstmal. Jinx und Leona da auf der Top-Lane gelandet. Allerdings Cloud9 jetzt auch komisch positioniert. Elise ist jetzt unten am Red Buff zugange. Shyvana macht sich beim Blue Buff ein bisschen gemütlich. Jetzt kommt aber der Invade von OMG. Die machen jetzt doch den Blue Buff. Haben natürlich da gewardet und dementsprechend nutzen die da ihren Vorteil. Werden aber gesehen, aber Cloud9 reagiert nicht. Ja, sie werden das namenlos durchstehen, weil halt die 4-0-Taktik gerade unglaublich beliebt ist. Man wird sich jetzt hier um den Blue Buff kümmern, dann zur Top-Lane rotieren und diese natürlich so zügig wie es geht einreißen. Wow, Link kriegt hier ordentlich Damage ab, versucht natürlich mit dem Trank so ein kleines bisschen gegenzuarbeiten. Und wieder sehen wir halt so eine aggressive Orianna, die sich mit Ignite ausstattet, anstatt einem Heal oder nur noch ganz, ganz selten sehen einer Barrier. Natürlich jetzt ein kleiner Aufhaltversuch trotzdem von Cloud9 da. Man hat sich jetzt gefallen lassen, dass der Blue Buff gestohlen wurde, aber Go-Going nach wie vor Level 1. Das heißt für ihn immer noch so ein bisschen benachteiligt. Das gleiche gilt aber für Bald, der natürlich auch versucht, ja so gut wie es geht, an seine Level ranzukommen. Man traut sich jetzt hier so ein kleines bisschen zur Top-Lane. Das heißt hier wird Meteos versuchen, auf jeden Fall so gut wie es geht zu verteidigen. Und auch Bald nutzt den Teleport, um oben auf der Lane präsent zu sein. Ja, es ist auch erstaunlicherweise so, dass Lee Sin und Trundle da jetzt nicht auf die Top-Lane gehen und eben nicht dieses 4-1-0 forcieren, was ja eigentlich schon danach aussah. Sie haben ja den Blue Buff mitgenommen. Es hat eigentlich so ausgesehen, als ob sie da definitiv jetzt den Tower mit einreißen. Cloud9 hat sich erstmal gar nicht formiert. Die haben auch erstmal gar keinen Top-Laner gehabt. Irgendwie alles ein bisschen komisch erstmal gewesen. Und OMG scheint das jetzt erstmal ganz normal so lassen und da geht Link fast down. Immer wieder mit dem Schild kann er sich gerade noch so retten. Es scheint so, dass jetzt der Top-Tower erstmal nicht fallen wird. Das kann Cloud9 höchstwahrscheinlich erfolgreich defenden. Das ist auch so ein bisschen eine irritierende Wahl, muss ich sagen. Also Morgana ist auf jeden Fall wesentlich besser in der Lage, einen Turm anzugreifen, einfach nur aufgrund der Range. Ist außerdem in der Lage, hier mit der Pfütze auf jeden Fall ganz gut zu harassen. Das gleiche gilt fürs Binding. Und Leona ist einfach schwach. Sie muss relativ nah an den Turm ran, also Melee-Range. Muss ich da einige Auto-Tags oder einfach den Burnout-Damage von Balls gefallen lassen, der ja auch keine Minion-Aggro-Force. Das heißt, hier kann man da gut vorgehen und das ist eine wirklich irritierende Wahl. Wenn man Leona gemeinsam mit Jinx auf die Top-Lane packt, um eventuell eine sichere Lane zu haben, in Anführungszeichen, dann natürlich unter der Voraussetzung, dass man schnell die Türme erledigen kann. Das wird jetzt aber ganz einfach hier nicht funktionieren. Sicherlich können sie Zone, das ist überhaupt kein Problem, aber Leona ist nicht gut im Tower-Pushen. Ja, es ist so ein bisschen klassisch, also früher waren die Lane-Swaps ja so, da hat man einfach nur die zwei nach oben geswitcht, dann entgeht man ja natürlich dem Counter durch Morgana, sprich man kann hier mit Leona doch einen guten Job machen und mit dem Regenschirm da ein bisschen auch auf die Mütze verteilen. Allerdings ist es auch komisch auf der Botlane,
der Lee Sin roamt da immer wieder ein bisschen hin, macht aber auch keine Plays. Also beide Teams sehr vorsichtig im Moment. Gold ist komplett ausgeglichen, Link ist wieder zurück aus der Base und dementsprechend wieder voll. Also man kann hier noch gar nichts ablesen. Sehen wir schon, das aber Balls versucht so gut wie es geht den Turm zu verteidigen. Wie gesagt, Sun ist ja trotzdem in der Lage, Free Damage an ihm anzurichten, kann aber auf die Unterstützung von Allen da erstmal nicht vertrauen. Balls versucht natürlich so gut wie es geht zu farmen und das macht er auch richtig. Also Going ihm da etwas noch unterlegen, was das angeht. Der restliche Farm relativ ausgeglichen, nur Link wurde halt massiv zurückgedrängt. Auch Pomelo versucht ja so gut wie es geht den Turm zu halten, aber die Wave wird hier nicht gerade kleiner. Das heißt, Sneaky versucht hier ganz gediegen zu lasten, damit möglichst viele Caster Minions auch da sind, die ja sehr, sehr viel Schaden am Turm anrichten. Shyvana im Moment mit deutlich mehr Farm, 26 zu 10, sprich Trundle da deutlich mehr in Bedrängnis und ist halt die Frage, wann Jinx wieder nach unten zurückswitcht. Jetzt kommt Leona hier in die Midlane und kann Link engagen eventuell. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Link hat schon sehr, sehr viel AP, allerdings schon gegen Xi Yang verloren. Allen da auf dem Weg, könnte halt mit der Flash Niedlinge irgendwas erreichen, reicht aber nicht aus, Link. Ebenfalls sehr, sehr mobil. War aber knapp, also wäre von der Zniedlinge erwischt worden, ist natürlich Leona in der Lage, komplett hinterherzukommen. War aber gut, also gutes Roam-Verhalten, wenn man schon Jinx da oben ganz alleine lassen kann. Lemonation musste aufpassen, Black Shield ist nur draußen, wird also von Pomelo nicht geslowt werden können. Aber wieder der Roam, der Allen unterwegs, kriegt jetzt hier auf jeden Fall noch einen Flash aus Sneakling hinterher und Tower. Da muss aber aufpassen, also wie gesagt, das Binding hat leider nicht gesessen. Das hat er sich wahrscheinlich von mir abgeschaut. Du sagst es. Ja, wir haben hier wirklich schöne Plays, die Leona hat sehr gut geroamt, aber auf der Top-Lane geht es natürlich jetzt auch zur Sache. Da hat Elise auch kurz die Shyvana unterstützt gerade eben. Shyvana versucht natürlich jetzt hier auch viel Farm aufzubauen, mittlerweile mit 37 zu 17. Da muss man halt natürlich aufpassen, dass jetzt Trundle nicht zu weit behind ist und Shyvana doch hier ganz schön dick werden kann, obwohl ja der Lane-Swap da den Farm verhindern soll. Und dementsprechend jetzt auch ein leichter Gold-Lead für Cloud9, dadurch, dass eben Leona geroamt ist, die Pressure nicht auf der Lane gehalten werden konnte und trotzdem aber kein Kill durch den Gank resultiert ist, ist es jetzt ein bisschen schwieriger für OMG, aber noch ist es jetzt nicht so tragisch. Muss ich auch dazu sagen, dass natürlich ein Flash provoziert, der im Prinzip gar nicht so schlecht ist, aber es geht ja vollkommen recht. Wenn kein Kill entsteht, dann ist man da ganz einfach nur im Nachteil. Und zurzeit macht sich Bards unglaublich gut, hat wesentlich mehr Farm als Go-Going und muss natürlich schauen, dass er genau diese Linie fährt. Weil wie gesagt, beide Champions sind äußerst effizient. Trundle natürlich nur dann effizienter, wenn Bards überlegt, sich so ein kleines bisschen tankiger zu formieren. Wir sehen schon, dass ja Allen da total unterlegen ist, was das Level angeht. Und er braucht den Solar Flare, um effizienter zu sein. Jetzt können sie dann natürlich ein bisschen freezen, wenn sie das überhaupt möchten. Oder ob sie den Tower... Jetzt wollen sie doch ein bisschen reindrücken, um den Tower wahrscheinlich auch mitzunehmen demnächst, damit sie auf die Botlane switchen können. Oh, schöne Shockwave gegen Link, verliert hier die Hälfte der AP. Jetzt kommt noch ein paar Meter dazu, das ist ebenfalls Level 6. Könnte ihn also exekuten, ist nochmal da. Und da das First Blood mit dem Dragon's Rage wirklich gut macht. Und vor allen Dingen noch zur Sicherheit nochmal rausgeflasht. Das ist, denke ich, eine gute Entscheidung. Die Sinn hat zwar die Schuhe, ist aber nicht schnell genug, um hier der Tower Aggro zu entkommen. Also schöne Aktion diesbezüglich, mal schön viel Geld kassiert. Ebenfalls hier noch in der Lage gewesen, den Top Tower gleich einzureißen. Man versucht natürlich, möglichst viele Minions noch zu denyen, die der Tower so schnell wie es geht abholt. Ja, das war auf jeden Fall sehr gut gespielt. Da ist OMG jetzt auch wieder leichter Head. Jetzt nehmen sie auch noch den nächsten Tower mit. Richtig viele Minions fallen. Das ist natürlich auch jetzt sehr, sehr unangenehm für Shyvana. Aber Trundle scheint auch große Probleme zu haben. Immer noch 18 Farm. Wir sehen es die ganze Zeit nicht. Wir reden hier über die Top-Lane. Ist auch nicht schlecht denied und so weiter. Aber Trundle wird im Moment nicht gezeigt. Aber was ich von den Stats ablesen kann, ist... nicht so schön für den Trundle. Ja, er muss das schauen, dass er auf jeden Fall besser in das Spiel reinfindet. Er hat natürlich trotzdem das absolute Late-Game-Potenzial. Das ist überhaupt kein Problem für ihn. Wie gesagt, er braucht halt nur irgendeinen Tank, den er in den Kopf beißen kann. Ich denke, Meteos ist halt eher derjenige, der für ihn in Frage kommt. Nicht selten wird halt Elise mit dem Ancient Golem gezockt, weil man natürlich eine gute Tankiness hat, Cooldown Reduction auf jeden Fall. Und Meteos selber spielt ja auch Elise mehr auf den Utility-Weg mit der vielen Cooldown Reduction, die dazu führt, dass man etliche Cocoons auspackt. Ja, jetzt ist natürlich der Lane-Swap genau andersrum, also die switchen jetzt wieder ins normale Positioning. Trundle läuft jetzt nach oben, hat natürlich jetzt das Problem, dass Shyvana ziemlich gefarmt ist und mal gucken, wie er sich da durchsetzen kann, aber zumindest wird er jetzt einigermaßen wieder farmen können. Richtig viel Schaden, was die Orianna wieder hier raushauen kann mittlerweile und obwohl ja Link sich eigentlich viel schilden kann, scheint es noch nicht so gut zu klappen in der Mitte.
Oh, Meining hat hier ebenfalls gesessen, natürlich jetzt kein Follow-up, der mit Start Twitch hat halt nicht die Möglichkeit nach vorne zu dashen oder ähnliches, muss dann, wenn dann die Reichweite aus der Ultimate rausholen oder so ein kleines bisschen hoffen, dass er engaged wird und halt auch Meteors immer wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, weil er jetzt gerade noch sehr verhalten, muss ich sagen, also jetzt keine übertriebenen Ganks, er versucht halt wirklich viel in dem Jungle zu arbeiten, aber Pomelo macht im Prinzip das gleiche, forciert aber wesentlich mehr Summoner Spells. Ja, das ist eigentlich auch der normale Playstyle von Meteors, dass er sehr, sehr, sehr viel farmt und versucht, wirklich dick zu werden im Jungle. Das haben wir in den letzten Spielen eben nicht gesehen. Der hat eigentlich immer die Top-Lane gesittet, richtig, richtig oft auch ganken gekommen. Im Moment noch gar nicht. Und das ist vielleicht auch die Chance, dass er da rauskommt und auf einmal hier den einen oder anderen wegsnackt. Aber jetzt kommt der Lee Sin von hinten drauf. Oh, Pomelo nicht hat getroffen. Jetzt hier sein Q nicht ganz getroffen. Hätte natürlich mit dem Wardjump auch arbeiten können, beziehungsweise eher mit dem Trinket, falls der Sidestone ein bisschen alle wäre. Aber macht das hier sehr, sehr gut, baut trotzdem so ein bisschen Druck auf das Spiel, aber an sich verhalten. Also wirklich nur ein ganz kleiner Vorteil für OMG, ist natürlich auch dem Kill von zuvor geschuldet. Und die Lanes fühlen sich halt vergleichsweise wohl. Nur Balls muss natürlich schauen, wann er dann in das Spiel direkt einschreitet. Wenn er jetzt so einen Goldvorteil hat, ist das nicht nur aufgrund oder nicht nur nützlich für die Lane an sich, sondern natürlich auch für das gesamte Spiel. Wie gesagt, an den Drake hat bis jetzt noch keiner rangetaucht. Ja, also der Goldvorteil ist jetzt im Moment bei OMG, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Cloud9 hier sich gar nicht so unwohl fühlt. Sie haben auf der Toplane jetzt eigentlich eine Startposition, Binding trifft. Ah, da können sie aber nichts machen. Ja. Sofortiger Disengage durch Sun kann er mit den Traps arbeiten. Da darf zwingend der Twitch nicht rein, der würde dann sofort draufgehen, weil natürlich dann auch eine CC-Chain von Allen folgen wird. Da hat er seine Ultimate zur Verfügung und spielt auch mit Ignite statt Exhaust, um halt wirklich den Kill mehr oder weniger zu sichern. Meteors wird jetzt hier so ein kleines bisschen sitzen. Auch Allen von dir vergleichsweise AP sofort mit den Soul Shackles gearbeitet. Der Stun wird aber nicht durchkommen. Das ist natürlich ärgerlich. Auch das Six-Punch reicht nicht aus. Boards hier mittlerweile komplett unterlegen. Ist natürlich die Frage, ob er das noch wegschafft, beziehungsweise noch genug Zeit rausholen kann. Flash jetzt nochmal über die Wand kommt. Ah, es kommt doch niemand hinterher. Sehen wir schon Pomelo mit dem Wardjump nun am Ende doch noch forciert. Link ist ja ebenfalls noch zur Stelle. Kann damit der Ultimate arbeiten. Und jetzt natürlich die Rotation sofort zum Drake. Da muss man aber aufpassen. Also Cloud9 zieht natürlich OMG ebenfalls zum Drake dazu. Und wir können es schon bemerken, dass zwar Allen erstmal nicht rein kann, aber er kann trotzdem mit dem Solar Flare so ein kleines bisschen reindauern. Und Meteors wird sich jetzt ja auch hier drum kümmern. Schöne Ultimate, wunderbar kombiniert, der ganze Flächenschaden. Da kann Link natürlich erstmal niemand das Leben retten. Er hat noch seine Ultimate zur Verfügung, war aber gestunt. Das war natürlich richtig gut gemacht. Man konnte es auch sehen, Allen zwar Low Life, aber die Long Range Ultimate mit dem Solar Flare wunderbar gesessen. Trotzdem auf jeden Fall worth, würde ich sagen. Ich meine, das war jetzt ein Kill für den Drake abgegeben. Und vor allem sehr schön gespielt von der Shyvana. Man merkt halt, sie hat jetzt auch schon einiges an Farm. Da sehen wir nochmal das Replay kurz. Boah, die Ultimate perfekt. War natürlich perfekt. Vor allem Jinx haut da nochmal hinterher rein. Die wollen natürlich einfach nur disengagen. Möglichst schnell weg hier. Leona fast doch gefallen. Ignite war drauf. Wurde von Lee Sin geschildert. Das war jetzt auch nochmal ganz knapp. Sonst wäre es ein 1-1 Trade geworden. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass Shyvana hier wirklich einen guten Job macht. Die ist gerade stark. Die hat auch einen guten Farm, kann Toplane sich sehr gut behaupten gegen Trundle. Und vor allem, es kamen drei Leute auf die Toplane. Es war Orianna, Lee Sin. Ich habe gedacht, auf jeden Fall, das wird ein easy Kill. Gleichzeitig ging es auf der Botlane ein bisschen zur Sache. Aber Shyvana konnte sich retten. Und in dem Moment natürlich drei Leute Toplane. Die Cloud9 kann ganz easy den Drake mitnehmen. Ganz easy war es nicht. Klar, haben wir dann noch einen Spieler verloren. Aber auf jeden Fall worth. Und jetzt ist natürlich auch Meteors ein bisschen mehr dabei hier zu ganken. Wobei er genau auf einem Ward steht. Kann man ja nicht erwarten. Hier mitten in der Lane steht ein Ward. Läuft da drüber. So, wir können jetzt natürlich bemerken, dass das Ganze etwas unangenehm war. Es war natürlich so, dass der Drake trotzdem von Cloud9 erledigt wurde. Das heißt, sie waren da in der Lage, von dem Gold auf jeden Fall noch was auszugleichen. Und man konnte auch bemerken, dass die Shockwave ein bisschen daneben ging. Also Xi Yang hat es quasi ins Leere gepustet und dann wollte es quasi perfekt miteinander harmonieren, denn der Pillar von GoGoing saß ebenfalls auf allen Leuten. Es hätte auf jeden Fall zu weiteren Kills führen können, nicht nur quasi auf diesen optischen Wege. Videos versucht jetzt nochmal zu kommen. Oh, hier sehen wir schon, Zahn kriegt da Riesenprobleme. Jetzt natürlich Allen versucht zu verteidigen, aber das kann er nicht. Da ist die Ona einfach ungeeignet für. Würde jetzt ebenfalls abgeworfen werden. Perfektes Dark Binding hier von Lamination. Da ist mehr als genug Gift drauf. Double Kill nun für Sneaky. Da hat man sich so ein kleines bisschen outplayen lassen. Wie gesagt, wenn der Supporter weg ist, kann natürlich Cloud9 sofort engage. Sneaky im Moment noch mit einem leichten Farm-Nachteil gegenüber Jinx. Ist natürlich dem Lane-Swap zu Schulden gekommen. Allerdings hat er jetzt richtig viel Schaden gemacht, wenn man sich das mal anschaut. Jetzt haben wir hier nochmal das Replay. Der kommt hier raus. Wow, der ballert raus. Also der frisst die einfach weg. Ist gar kein Problem.
die Ulti passt nicht ganz, aber das Dark Binding hat sowieso geregelt und dementsprechend kann er hier einen Double Kill abholen. Es wird jetzt auch einfach nur noch schlimmer werden mit dem Sneaky. Also da habe ich auf jeden Fall viel Hoffnung für Cloud9, was jetzt hier die Botlane angeht, ist auf jeden Fall ein guter Feed. Man muss ja auch dazu sagen, dass natürlich die Leona nicht sehr gut geeignet ist, um aktiv zu verteidigen. Sie hat den Solar Flare, sie hat auch den Stun, der Solar Flare aber selbst natürlich ein bisschen verzögert. Aber wie gesagt, andere Supporter hätten jetzt ganz einfach nur den Sun retten können. Laterne wäre eine Option gewesen, selbst jeglicher Disengage durch irgendwelche Knockbacks wären da eine gute Option. Aber Leona kann es ganz einfach nicht. Sie sucht eher den Fight und hofft natürlich, dass das ganze Team an sich entweder gleich ist oder man selbst halt überlegen ist. Hat man jetzt eindeutig festgestellt, 2-2 wurde jetzt nun quasi erzielt. Auch Cloud9 jetzt vom Gold ja gut dabei. Und jetzt hier Meteos alleine gegen Sun. Versucht natürlich mit Repair sofort über die Traps zu kommen. Hat jetzt hier die Red Buff Stacks schon drauf. Die Frage ist, wird der Cocoon sitzen bzw. benötigt werden? Auch kein Fleisch zur Verfügung. Schöne Ultimate noch vom Sun. Kann nochmal gut Schaden anrichten. Wow. Jetzt muss ich Meteos zurückziehen. Wurde mal gehalten. Und Sneaky, derjenige, der mit hoher Wahrscheinlichkeit den Kill bekommt. Der wird ja von den Minions geblockt. Auch das X-Punch ist jetzt nicht mehr zur Verfügung. Sneaky rennt hier ganz einfach. Versucht noch wahrscheinlich mit dem Gift so ein bisschen zu arbeiten. Hat hier die Ultimate dabei. Trifft aber auch das Gift. Die Frage ist, macht das X-Punch genug Schaden? Könnt ihr jetzt hier unterm Tower outplayed werden, natürlich super ärgerlich von ihnen, wird jetzt auch von dem Tower vernichtet werden und das gleiche gilt ja auch für Meteos. Wow, da hat man sich wirklich sehr, sehr weit reingetraut und einfach Sun hat einfach überlebt, ne? Das Greed, ey, das war wirklich ein klassisches Greed-Beispiel, das haben wir so noch nicht gesehen in diesem Turnier, da war natürlich auch sehr unangenehm, man hätte eigentlich schon vermutet, dass Elise das Ding reißt, auf einmal kommt der Heal, Elise stirbt fast. Ja, dann denkst du, ja, okay, Sneaky ist ja da, der ist ja hier gefedert, kein Problem. No. Nein, hat Jinx gesagt und jetzt kommt der Dive erstmal auf die Top-Lane. Going hat kein Mana mehr zur Verfügung, kann sich überhaupt nicht wehren, wird ja ganz easy von Bowls abgeholt. Das ist natürlich wenigstens nochmal ein Kill für Cloud9, den sie auch gut gebrauchen können. Wie gesagt, sie müssen die Shyvana ein kleines bisschen effektiver gestalten als hier den Tronico Going da auf einem guten Weg. Siyang jetzt ebenfalls da, kriegt natürlich jetzt eine ordentliche Unterstützung. Ellen da ganz gut auf dem Weg, Pomelo, der ebenfalls Solar Flare, geht ja komplett daneben, hat ihn komplett quasi gedodged, aber die Zinnieklinge sitzt auch, die Shockwave ordentlich, aber na, sieht so aus, als ob Link noch ein bisschen was aushält, wird aber dann gegen Ende doch abgerissen werden. Kein Problem, Xiang, derjenige, der den Kill bekommt. Dafür aber wieder den Mid-Tower und Cloud9 spielt es immer wieder sehr gut. Die haben immer wieder eine Antwort, die können immer wieder was mitnehmen. Ist natürlich ein bisschen unangenehm, dass sie da vorher den Mid-Tower auf ihrer eigenen Seite verloren haben, aber jetzt auch auf jeden Fall der Ausgleich dafür, dass Lulu gefallen ist, mal wieder worth. 4-5 steht es, aber Cloud9 mittlerweile mit einem 2000 Gold-Lieb abgehoben. Und ich habe auch wieder das Gefühl, ganz Cloud9-typisch, sie nehmen das Spiel jetzt im Moment in die Hand. Das ist ja gegen die Asiaten bisher noch nicht so gut gelungen von westlicher Seite. Aber in diesem Spiel sieht das doch ganz gut aus. Und obwohl es jetzt 4-5 steht, Cloud9 macht sich gut. Das Ding ist halt, dass sie aufpassen müssen. Also gerade OMG bringt hier einen sehr, sehr guten Farm an den Tag. Sun selber ist hier sneaky überlegen und auf den Midlane darf man gar nicht erst schauen. Also wir sehen schon Xiang da dem... Ja, den Link haushoch überlegen. 50 Farm mehr, das ist auf jeden Fall schon eine sehr bedrohliche Menge. Sie haben natürlich beide eine etwas andere Funktion in den Fights und zurzeit ist der Impact auch noch nicht zu sehen, weil man dazu sagen muss, dass ja die Leute noch nicht einkaufen waren. Beide mit den Athens am Start, sogar ein bisschen mehr Damage für Link durch den Blasting waren zur Verfügung. Drake wird jetzt hier auf jeden Fall fokussiert werden. Teleport geht es ja rein, ist natürlich schön, dass da Bounce dazukommt. Auf jeden Fall hier das Team von OMG vertreiben kann, aber sie bleiben noch in der Nähe. Vinings fliegen ja noch so ein kleines bisschen durch die Gegend. Man darf sich halt jetzt nicht zu sehr sammeln, allein schon wegen dem Solar Flare und der Shockwave. Das könnte jetzt eventuell gefährlich werden. Hier das Smite-Duell zwischen Pomelo. Die Frage, wer wird ihn bekommen? Schön gemacht hier. Meteos konnte sich da auf jeden Fall das Smite gönnen. Auch Bounce riesengroß, aber verliert vergleichsweise 4P. Wird er nochmal von der Ultimate abgerissen. Auch Elimination versucht dann mit den Soul Shaker zu arbeiten, kann da aber nichts machen. Sneaky in einer guten Position, kriegt auf jeden Fall da schon mal einen Kill. Muss sich jetzt aber zurückziehen. Der Raketenwerfer sehr, sehr schmerzhaft, wird auch ebenfalls noch von der Sneaklinge erwischt. Das gleiche gilt aber auch hier für die wunderbaren Bindings, die hier Lamination auch noch ausgepackt hat. Auch Sun mittlerweile wird verliert extrem viel AP, wird auch abgerissen. Double Kill nur mittlerweile für Meteos. Er carried hier das Ganze wunderbar. Wieder das Dark Binding auf Allen. Er hat keine Chance. Die Frage ist nur, wer bekommt den Kill? Wunderbar gemacht. Ace erzielt und vor allen Dingen nur zwei Teammitglieder verloren. Unglaublich. Ich habe das jetzt gar nicht kommen gesehen. Cloud9 hat für mich erstmal ein bisschen geschwächelt. Man hat jetzt gedacht, die finden nicht ganz den Anschluss, aber Meteos hier MVP. Denn der hat sehr schön erstmal in die Backline, ist er später gesprungen, erstmal sehr gut der Smite, den Drake mitgenommen. Und dann gehen jetzt hier einige Spieler low. Shyvana fällt erstmal, der sieht so aus, als ob Cloud9 hier auseinanderbrechen würde. Elise jetzt erstmal auch am Zurückgehen, sieht aber, okay, da vorne ist der Lee Sin ziemlich low. Erstmal fällt der erste Spieler, jetzt springt er hoch. Noch nicht ganz.
und kann jetzt aber erstmal den Lee Sin snacken. Danach kommt der Trundle und danach sind die einfach in der 3-2 Position. Jinx sollte dann auch kein Problem sein. Oh, da hätte er fast Cocoon noch sterben können, aber die Vision hat's gemacht. Er stand im Busch, die Jinx konnte nicht angreifen, konnte dann auch nochmal Jinx rausnehmen mit dem Schild. Zwei Schilden wohlgemerkt und Leona kann dann natürlich gar nichts mehr anrichten. Richtig gut gespielt, gute Übersicht, denn der Fight hat sich krass auseinandergezogen. Und da nochmal den Übersicht zu behalten, wer, wo, wie, was, das war top gespielt und vor allem mit dem Smite am Anfang. Richtig, da haben wir auch noch den Drake bekommen. Das ist ja quasi optimales Ergebnis für Cloud9 selber. Haben jetzt hier einen 5000 Gold Vorsprung. Er hat sich ein bisschen wieder minimiert durch den Tower-Fotos auf der Botlane. Also da war OMG noch gut dabei. Jetzt hier Sneaky dabei, Go-Going zu erlegen. Kriegt jetzt noch einen Pokal ins Gesicht. Also wird er erstmal auch nicht so schnell rauskommen. Go-Going mit dem Teleport. Und das kann Sneaky gar nicht abbrechen. Natürlich ärgerlich für ihn. Jetzt aber mittlerweile OMG. Aber am Engagen. Link muss auf. Also schöne Schocke. Trifft ja einige Leute. Jetzt versuchen wir mal mit der Rakete zu arbeiten. Wunderbar. Baut hier mittendrin. Ist aber so. Downgang, das ist natürlich eine Problematik. Jetzt aber Sneaky hier dabei. Ein paar Autotags aus sein, wird aber vom zu spät geschildert. Also nochmal die Traps erwischt, versucht da seine lange Reichweite auszunutzen. Aber OMG jetzt eventuell hier am Re-Engage. Sneaklinge wird bald wieder zur Verfügung sein. Jetzt sucht man auch hier das Weite. Da muss man aufpassen. Oh, Repel draußen hat aber hier noch eine Minion gefunden. Also Cloud9 könnte sich zurückziehen, werden aber immer noch gejagt werden. Also auch Link hat sich nicht zurückbringen können. Schöner Pillar hier nochmal. Jetzt sehen wir schon Medios mit dem wunderbaren Schild. Konnte hier Allen komplett auffallen. Das wäre auf jeden Fall ein Kill geworden, hätte da Lemonade nicht so schnell reagiert. Ja, definitiv. Es war sehr schön gespielt, wie das Trundle gemacht hat. Der hat nämlich erstmal den Sneaky da unten reingebaitet, portet nach oben und dann sofort der Engage. Und Sneaky natürlich gar keine Ability, die den Teleport abbrechen kann. Deswegen war Sneaky ein bisschen später im Fight, weil sonst hätte ich den Fight definitiv an Cloud9 gegeben. Denn der ist nur ganz knapp nicht rangekommen. Hat ja nochmal den Stun von Jinx gefressen. Konnte nicht ganz so schnell vom Schild protected werden. Und das hätte auch ganz, ganz böse ausgehen können für OMG. Aber super gespielt. Und dementsprechend war es ein 1-0. Also konnte da auf jeden Fall da nochmal ein bisschen arbeiten, aber es ist gar nicht so tragisch. Wir werden noch ein bisschen hier auf die Statistik schauen, denn da stellen wir fest, Xiang, epischer Farm, hat einen Kill, relativ viele Assists, hat auch einen großen Einfluss, aber zurzeit wollen die Shockwaves nicht sitzen. In dem ersten Fight, wo Cloud9 absolut überragend gespielt hat, wurde Sneaky davon getroffen. Es war aber quasi relativ wenig Schaden noch zur Verfügung. Mit dem Needlessly müsste das jetzt ein bisschen eindrucksvoller sein. Das Ding ist halt, dass zurzeit Balls eine gute Effektivität mitbringt. Wird jetzt auch, denke ich, versuchen, ein bisschen mehr Tankiness aufzubauen. Hat hier die Chainvest schon am Start. Und da muss man natürlich schauen, dass er das Gold, was er gerade zur Verfügung hat, und vor allem den riesen Abstand, den er zu Go-Going hat, wesentlich mehr noch ausnutzt. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, denn Shyvana ist eben so gut gefarmt. Wir haben so krasse Unterschiede, eben auf der Top-Lane. Richtig großer Unterschied, in der Mid-Lane ein großer Unterschied. Im Jungle geht es eigentlich mit Theos da nur leicht outfarmt den Lee Sin. Allerdings macht der halt eben einen sehr guten Job. Oh, hat auch schon Shockwave wieder nur auf Sneaky und ganz schnell hier Xiang vernichtet. Das war natürlich jetzt bitter, dass man sich hat so erwischen lassen, einfach nur von dem... Ja, von links selber. Vor allen Dingen jetzt in diesem Moment, wir sind in 23 Minuten, das ist noch nicht super fortgeschritten, aber das würde es auf jeden Fall den Tower kosten. Ja, es sieht auf jeden Fall so aus, als ob sie den Tower mitnehmen könnten. Auf jeden Fall haben sie hier komplette Jungle Control. Denen geht es hier gut, das ist gar kein Problem. C9 hat das Spiel in der Hand und da fühlen sie sich natürlich wohl. Können jetzt super Entscheidungen treffen. Auf der Top Lane wird natürlich auch schon gepusht von der Shyvana. Da kann also Trundle nicht runtergehen. Und jetzt kommt der Teleport mit auf den Ward hier. Und da ist es gar kein Problem, hier den nächsten Tower mitzunehmen. Ob noch einer fallen wird, ist zweifelhaft. Da ist nämlich auch der letzte Spieler von OMG wieder am Leben. Und dementsprechend wird man sich wahrscheinlich die nächsten Objectives ausgucken. Im Moment steht der Drake an in 50 Sekunden. Das war natürlich eine interessante Entscheidung, dass Ball sich da geportet hat. Also es hat jetzt wirklich vergleichsweise wenig gebracht. Es war natürlich klar, dass er nicht weiter hätte porten können. Und wahrscheinlich war das eher so eine Sicherheitsvariante. Kriegen jetzt hier auch gut Schaden an dem Turner dran, aber ein Auto-Tag. Eine Rakete quasi von Sun reicht da aus, um die komplette Wave zu clearen. Natürlich dem Static so ein bisschen verdankend. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass da OMG natürlich einen Blick dafür bewahren muss, dass sie gerade goldtechnisch weit zurückliegen. Der Drake ist auch da. Sie können ihn jetzt auch anscheinend schwierig contesten. Die haben zwar einige Pinkwards so in der Nähe, kann man sagen, aber müssen natürlich schauen, dass sie ein bisschen mehr Sicht noch drauf bekommen. Hier wurde ebenfalls noch der kleine Geist-Battle noch durchgeführt. Jetzt natürlich die Frage, ob OMG überhaupt noch den Fight wagen will, weil sie haben so die Flächenkombination, aber sie ist noch nicht so imposant, wie es hätte sein sollen. Ja, bisher konnten sie sich damit nicht durchsetzen. Der Drake wird hier wahrscheinlich sehr, sehr schnell fallen. Die sind natürlich schon alle vier da. Alle Wards sind geklärt. Da hat OMG eigentlich gar nichts mitzureden. Dementsprechend wollen sie sich da auch gar nicht in Gefahr gegeben.
Und der Goldvorteil mittlerweile ausgebaut auf 7000 Gold. Jetzt kann natürlich Cloud9 endlich mal backen. Die haben jetzt die ganze Zeit immer noch ein bisschen Pressure machen wollen, weil eben der Drake anstand, haben sie auch richtig gut gemacht, dass sie sich da eben weiter auf der Botlane aufgehalten haben. Aber jetzt, nachdem sie eingekauft haben, könnte es sehr, sehr schwierig werden mit den weiteren Teamfights, die hier noch anstehen. Wir sehen jetzt schon, dass auch bezogen auf die Items sich Lenke für, also anscheinend für das Lichbane entscheiden könnte. Das ist natürlich ein Item, was auch Lulu ganz gut steht, damit auch die Auto-Tags so einen etwas größeren Nutzen haben. Hier liegen das Bein ein kleines bisschen daneben. Auch die Ghosts versuchen jetzt hier so gut wie es geht zu scouten. Sehen natürlich, dass Alan, aber auch Melo in der Nähe sind. Blue Buff sollte möglichst hier an das Team von Cloud9 gehen. Wie gesagt, Link hat zwar seinen zur Verfügung, wird ihn aber hier ganz gediegen refreshen, um natürlich möglichst häufig seine Spells zur Verfügung zu haben. Bezogen auf die Supporter haben wir auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Also Lemonation geht da hier wirklich auf die, eher auf die aktiven Items. Ja, das sehen wir natürlich. Und vor allem, ich finde, dass jetzt die Orianna die Schlüsselrolle spielen muss. Entweder sie kann es noch reißen, sie hat nämlich den Farm und sie kann jetzt irgendwie nochmal eine Ulti raushauen, vielleicht auch am Baron, vielleicht eine schlechte Situation, um Cloud9 am Baron zu catchen. Aber es sieht sonst eigentlich sehr schlecht aus, weil sie haben das Spiel gar nicht mehr in der Hand. Sie haben dann natürlich nur noch die Inner Turrets plus, gut, auf der Botlane und auf der Toplane haben sie noch einen weiteren Turret, aber diese werden sicherlich nicht mehr lange stehen. Da wird Cloud9 hundertprozentig gleich gucken, wie sie die Objectives machen können, vielleicht sogar mit einem Split-Push. Teleport im Moment noch nicht ab für Shyvana, aber das wird auch bald soweit sein. Oh, Sneaky wird ja ein bisschen beschleunigt. Auch Ellen kriegt ja Probleme, ist aber Gott sei Dank relativ tanky. Hat ja auch schon optisch auf jeden Fall ein paar Stacks auf seinem Relic zur Verfügung. Ist natürlich hier ein bisschen dem kleinen Bug noch geschuldet. Muss natürlich schauen, dass er trotzdem die Relic-Stacks ein bisschen verliert, um goldtechnisch ranzukommen. Elimination da eindeutig im Vorteil, ist aber auch den etlichen Drakes geschuldet, die Cloud9 bisher abholen konnte. Das Spiel selber beruhigt sich ein kleines bisschen. Cloud9 will natürlich warten, bis sie die nächsten Objekte schnappen können, um dann mehr oder weniger ganz langsam zu snowballen. Also sie forcieren jetzt auch keinen größeren Fight, schnappen sich stattdessen die Buffs. Das ist ebenfalls eine sehr, sehr gute Idee. Wie gesagt, Link da ständig mit dem Blue Buff unterwegs. Natürlich da entsprechend auch ein sehr, sehr großer Vorteil. Baron, immer noch attraktiv, muss man sagen, aber Cloud9 sucht, denke ich, wirklich den Moment oder genau den richtigen. Und boah, jetzt geht es aber voll über rein, wird aber auch instant in den Baron-Pit getreten. Die Geister jetzt unterwegs haben natürlich eine hohe Move-Speed, werden sie auf jeden Fall Pomelo schnappen können. Jetzt muss man natürlich schauen, dass der Elo noch dazukommt aufgrund des Safeguards. Auch ist hier Go-Going unterwegs, wird auch sein Blockal quasi platzieren, ein bisschen den Weg zu blocken. Aber ja, Cloud9 Ultimate mehr oder weniger verbraucht. Ja, war ein bisschen irritierend, der Engage von Shyvana. Ich weiß nicht genau, was sie da rausholen wollte. Klar, Lee Sin ist auch sehr mobil, kann sich natürlich immer ranziehen und dementsprechend da eigentlich nicht zu catchen. Ist ja auch sehr tanky gebaut. Und Cloud9 hatte, ich habe das Gefühl gehabt, Cloud9 wollte den Split-Push vorbereiten. Jetzt hätten sie aber engaged. Oh, das war hier auf jeden Fall eine Maxim-Ulti. Hat hier überhaupt nicht getroffen, ist natürlich ärgerlich für ihn. Solar Flare draußen hat zum Glück einen relativ geringen Cooldown. Face of the Mountain ist ja schon zur Verfügung, das heißt die Cooldown Reduction ist da schon relativ nützlich. Aber sie müssen jetzt auf eine heftige CC-Form verzichten. Außerdem natürlich Botlane, Cloud9 versucht das jetzt hinauszuzögern, wird er durch die Minions an sich pushen. Sehen wir schon, dass da Balls mit dem Black Shield. Gut, dabei ist Shockwave nur auf Balls, das ist natürlich jetzt wieder ungünstig gewesen. Somit natürlich Cloud9 noch mutiger, was angeht. Binding trifft hier auf jeden Fall ganz gut, aber wird hier auf jeden Fall keinen Follow-Up-Damage erzeugen können. Also da ist OMG wirklich so, wirken sehr, sehr nervös, muss ich sagen. Shyvana super tanky, die hat eigentlich gerade eben alleine auf der Lane gestanden, hat natürlich ein paar Schilde immer wieder bekommen und dass dann da die Ulti rausgeht. Ich habe es gerade eben gesagt, Orianna eigentlich hier der Spieler, der es noch reißen kann. Vielleicht bei einem Tower-Dive mit der Ulti irgendwie richtig viel Schaden machen und so weiter. Aber wenn sie natürlich solche Ultis platziert, ich weiß auch gar nicht, welchen Zweck das hatte. Die wollten ja nicht engagen, die wollten nicht disengagen. Das war einfach mal irgendwie so ein bisschen random reingehauen. Und jetzt machen sie den Baron. Da kommt dann natürlich OMG dazu, versucht jetzt hier nochmal ein bisschen was zu reißen. Aber wow, die disengagen. Medio ist wirklich sehr, sehr vorsichtig hier mit seinem Team. Denkt sich, alles klar. Oh, jetzt geht aber nochmal Bautzvolldruck rein. Schön wieder mit der Lulu-Ultimate-Kombination. Sehen wir schon, dass da Go-Going ordentlich Schaden quasi versucht zu tanken. Aber es reicht nicht aus. Sun wird hier auch komplett auseinandergekommen. Trundle muss da auch rausflashen mit dem Long. Schön hier mit den Social jetzt noch gearbeitet, aber auch Alan weiß, wie man diesen Summoner-Spell verwendet. Sneaky jetzt nun auf dem Weg, muss sich da zurückziehen. Also, man konnte sich jetzt auf jeden Fall um zwei Leute kümmern und wunderbar wieder die Kombination. Da kann ganz einfach Jinx sich nicht mal ansatzweise wehren. Super Disengage vor allem auch von OMG. Die haben das jetzt noch ganz gut gerettet. Ich meine,
Die haben nur zwei Spieler verloren. Klar, der Baron wird jetzt wohl fallen, aber auch eine sehr, sehr gute Entscheidung von Cloud9, dass sie da den Baron abbrechen, das so mehr oder weniger als Bait nutzen. Ich glaube nicht, dass es geplant war. Der war ja auch mittlerweile fast down. Jetzt kriegen sie den Baron natürlich ganz easy gesnackt. Und dass sie da dann den Baron disengage, sie wissen, wir sind ganz weit ahead. Jetzt hat sich OMG endlich aus der Base getraut. Jetzt können wir den Engage machen und haben sie auch super durchgezogen. Zwei Kills gemacht, jetzt einen Baron noch mitgenommen. Da kann Cloud9 auf jeden Fall zufrieden sein. Mittlerweile ein Gold Lead von 10.000 Gold. Das ist eine ordentliche Menge. Vor allem auch die Prediction von den Fans vollkommen richtig. Ne? Sie haben ja zu 75% auf Cloud9 gesetzt, liegen da zurzeit halt sehr gut. Die 10.000 Goldmarke ist etwas äußerst Unangenehmes, muss man hier dazu sagen. Aber es hat, OMG hat sich auch schlecht verhalten. Gerade diese Konstellation, dass sie in dem Jungle nicht gemeinsam waren, hat quasi dazu geführt, dass Sun nicht beschützt worden ist. Go-Going kann natürlich mit dem Pillar so ein bisschen arbeiten, aber es reicht nicht aus. Trundle, seine CC ist auf jeden Fall relativ gering. Er kann Leute beißen, die werden dann für einen minimalistischen Wert quasi geslowed. Aber Sun selber nicht in der Lage, um sich quasi für sich selber zu sorgen. Heal und Flash und alles verwendet, aber es reicht nicht aus. Und Meteos gemeinsam, eventuell hier mit Sneaky, wird sich jetzt hier um den Drake kümmern. Und Cloud9 spielt das wirklich sehr sanft, sehr langsam runter, geben hier keinen einzigen Vorteil ab. Ja, durchaus. Er war auch kurz Jinx in einer schwierigen Position, aber im Prinzip hat sich Cloud9 nur zum Drake bewegt, um den Goldvorteil noch weiter auszubauen. Und OMG wird sich natürlich jetzt gar nichts mehr leisten. Die können jetzt gar nicht mehr großartig aus der Base rausgehen. Die können einfach nur noch hoffen, dass sie jetzt irgendwie an einem Tower nochmal was reißen können. Vielleicht da den Turnaround bringen. Baron ist ja mittlerweile auch nicht da. Und der Baron-Buff läuft bei Cloud9. Und deswegen werden sie sich auch sicherlich jetzt um die Tower bemühen. Der Botlane-Tower steht ja immer noch. Der war ja sehr im Bedrängnis. Da waren ja so dann, ist fast gefallen, hat aber anscheinend nicht ganz gereicht mit den Minions. Und dementsprechend hat hier auf jeden Fall Cloud9 nochmal zwei Easy-Targets vor sich. Und wie es dann weitergeht, hängt dann ganz von OMG ab. Ja, aber Cloud9 dirigiert hier auf jeden Fall. Sind schon Boardsplit unten, versucht zu Split-Pushen, wird sich halt gegen Go-Going stellen. Ist aber gut bewaffnet, hat jetzt sein Oben zur Verfügung. Somit auch nochmal ein Slow garantiert, falls Trundle irgendwie ausrasten sollte. Und der Vorteil ist nur, sie können jetzt Split-Pushen. Und das klappt halt sehr, sehr gut. Wir haben hier Sneaky, der natürlich schauen muss, wie er sich positioniert. Sollte aber Go-Going nicht in der Nähe sein, ist quasi niemand da, um hier wirklich Sneaky aktiv zu bedrohen. Sicherlich kann das Promelo ebenfalls tun, aber er hat halt noch kein Omen zur Verfügung. Ist also dadurch relativ einfach kitebar und damit auch die Möglichkeit gegeben, hier weiter zu pushen. Wir sehen schon, Botlane wurde jetzt ebenfalls abgerissen. Das gleiche gilt für die Toplane. Und sie nutzen wirklich, und das ist so der Knackpunkt, sie nutzen den Baron massiv aus. Ja, da will sich OMG gar nicht in den Weg stellen. Der Turret ist eh sehr, sehr leicht zu nehmen. Dementsprechend will OMG da nichts riskieren. Das Gold macht jetzt den Braten auch nicht mehr fett. Wir versuchen jetzt natürlich, die Inner Turrets zu defenden. Die sind nochmal absolut entscheidend hier. Und dementsprechend ist das Ganze nochmal ein bisschen hin und her. Jetzt kommt der Engage. Oh, der hat den gesehen schon, dass der Meteos nochmal schilden konnte. Er selber ein bisschen in Gefahr versucht hier, Lemonade nochmal mit der Ultimate irgendwie noch anzuziehen. Aber es reicht nicht aus. Also hier wurde man nochmal abgeholt. Das ist die Frage, wie viel Team. Oh, wunderbares Expansion-Start. Ist dann nicht mitgerechnet. Wurde da komplett von zerstückelt. Auf der Botlane wurde nochmal schön gekämpft. Trundle da abgeholt worden. Und nun gewinnt sie halt wirklich sogar in Unterzahl. Und das darf nicht passieren. Botlane Tower wird unterdessen gebusht. Auch Sneaky hier versucht sich jetzt, denke ich, an den Minions nochmal hoch zu sein. Inhibitor wird, denke ich, auch drauf gehen. Und Cloud9 spielt es hier wunderbar, ganz sanft runter. Ja, das war eine klare Ansage. 3 gegen 4. Die haben das Ganze engaged. Lemonation konnten sie gerade so noch mitnehmen. Aber da sieht man schon, das ist eigentlich kaum noch zu schaffen. Balls ist ja auch stärker. Konnte Trundle auch easy mitnehmen. Link ist der Einzige, der jetzt nicht so großartig gefeedet ist, aber kann natürlich auch sehr gut als Support fungieren mit seiner Ulti. Und da wird jetzt auch der Top-Lane-Inhibitor demnächst fallen, wenn er nicht sogar schon gefallen ist. Nein nicht ganz. Und das sieht sehr, sehr schlecht aus für OMG. Cloud9 macht das hier wunderbar. Haben wir auch wieder ihre Goldführung ausgebaut. Das ist halt auch dieser Snowball-Effekt, den man ganz einfach hat. Das bedeutet, man schnappt sich den Baron, schnappt sich etliche Türme. Rakete interessiert Balls überhaupt nicht. Nur fast gar keinen Schaden erhalten. Mit den Ninja-Tables verhindert man natürlich auch ein ordentliches Stück an Schaden. Das ist kein Problem. Sneaky, Sneaky versucht hier eventuell an Xiana zu. Steht jetzt direkt neben ihm. Muss da auf, was er macht, aber abartigen Schaden. Jetzt muss er sich aber langsam zurückziehen mit dem Flash. Aber jetzt Flair ging ein kleines bisschen daneben. Also kein Stun-Vorzug. Jetzt kommt nochmal der Teleport raus. Da muss er aufpassen. Lemonation wunderbar mit den Soul Shackles gearbeitet. Jetzt ist Balls da, versucht sich aufs Xiang zu schützen, aber er wird nochmal hochgehalten. Aber auch Allen mittlerweile sehr, sehr low, wird jetzt hier von dem riesigen Drachen gechased, aber Promelo fällt überhaupt nicht auf, verliert einfach nebenbei super viel AP. Go-Going wieder von den Beinen, war wunderbare Shockwave, das könnte der Turnaround werden, aber es sieht nicht gut aus. Xan muss sich ebenfalls nochmal wegbewegen. Mit diesem riesigen Drake will man sich anlegen. Alle nebenbei werden super stark geslowed. Link muss aber ebenfalls aufpassen, kommt da noch raus. 2:1 bisher getradet. Link, dieses Sneaky mehr oder weniger den Engage vollführt, wurde dafür ein bisschen bestraft, war da etwas
ja, etwas überselbstbewusst, aber trotzdem von Cloud9 super gemacht. Gerade wieder der Teleport zur richtigen Zeit verwendet. Ja, trotzdem guter Engage von OMG meiner Meinung nach. Aus der Position, die sie jetzt haben, konnten sie wirklich nicht viel Besseres rausholen. Die sind wirklich in einer verzweifelten Position, konnten einigermaßen noch engagen, konnten sogar einen Kill landen auf Sneaky. Ich meine, das ist ja auch im Moment der, der richtig viel Schaden austeilt. Und da hatten sie diesen kleinen Hoffnungsschimmer. Leider waren viel zu viele Spieler low, konnten dann nicht mehr ganz so gut re-engagen, mussten dann natürlich komplett in die Base zurück. Aber das war so ein bisschen noch der Hoffnungsschimmer. Jetzt wird's richtig schwer, weil Cloud9 jetzt erstmal ganz normal warten wird, wird sich aufladen. Baron ist auch in 1 Minute 30 wieder da. Drake wird auch nochmal mitgenommen, so auf dem Weg. Und dann werden die Inhibitoren angegangen und dann ist eigentlich nicht mehr viel zu holen. Cloud9 wird sich aufladen. Das ist natürlich eine wunderbare Wortwahl, aber es stimmt. Das bedeutet, sie können nochmal mit den ganzen Items glänzen. Man merkt auch schon, bei Ludo, Link verzichtet einfach komplett auf Schuhe. Ne? Er hat sich gedacht, okay, ich habe die normalen und hat ja so 4 Core-Items zur Verfügung. Das ist ein ganzes Item mehr als Xi Yang. Ist also in der Lage, auch mit seinem Auto-Tags zu glänzen. Und das hat auch vorher Promelo ganz schön unterschätzt. Er hat versucht, Link ja so ein bisschen zu jagen. Und das muss man irgendwie verhindern. Schöner Pillar, aber Bartz wird hier locker wegkommen. Er hat noch seine Ultimate zur Verfügung. Muss dann schauen, dass Promelo nicht zu weit reingezogen wird. Verliert auch super viel HP. Wie gesagt, Sneaky macht da schon abartigen Schaden. Das ist natürlich die Frage, ob jetzt hier Cloud9 vielleicht sogar re-engagen will. Ja, und aber trotzdem sehr schön, was OMG macht. Die versuchen hier trotzdem, das Spiel hier nicht komplett aus der Hand zu geben. Das hat ja auch vorhin Nüff erwähnt, dass wenn die Teams behind sind, die müssen ja trotzdem irgendwas machen. Sie müssten auch mal ein Risiko eingehen. Wenn man kein Risiko eingeht, kann man auch nichts gewinnen. Und wenn man sich immer nur weiter reinpushen lässt, alles verliert, ja, irgendwann wird der Lead immer größer und größer. Und das macht OMG eigentlich sehr gut. Die haben schon vorher die Situation einmal gehabt. Und jetzt haben sie es auch wieder versucht. Können sogar den Inhibitor so halbwegs defenden im Moment, aber gleich wird wahrscheinlich auch der Engage kommen und dann wird es auch ziemlich schwierig für OMG hier noch irgendwas zu halten. Unten jetzt auch die, die Minions, wie wir eingeblendet sehen. Oh, Bartz verliert aber mittlerweile sehr, sehr viel HP. Kann schon aber noch auf Ludo verlassen. Auch Ellen wird jetzt hier nochmal schön hochgeworden werden. Also das ist schon mal das erste Opfer. Das gleiche gilt noch für Xi Yang. Der wird einfach nebenbei vernichtet. Also die, oh, dieses Dark Binding hat auch schon ordentlich Damage anrichten können. Beziehungsweise natürlich kombiniert mit den restlichen Fähigkeiten. Cloud9 gewinnt hier das Spiel wirklich atemberaubend mit einer sehr, sehr hohen Effizienz. Kosten konnten sich gegen OMG durchsetzen und damit natürlich auch, muss man sagen, so sich so eine kleine Favoritenposition mittlerweile erarbeitet.